Willkommen zurück, meine Lieben, bei Bloodstained. So. Unser guter Freund Sangetsu. Nicht greedy werden. Autsch. Ah, der kriegt Slash. Na komm. Shurikens? Ah, Mist. Schlecht gemacht. Zweimal zu... Oh, Uppercut. Hab ich nicht kommen sehen. Okay. Autsch. Das war fies. Gib mir den Fisch und die blöden Bratkartoffeln. Ah, falsch ausgewichen. So, einfach hier unten stehen bleiben. Es bringt nichts, hier irgendwas zu riskieren. Okay, jetzt gehen wir wieder runter. Mist. Oh, schon wieder? Really? Aber sollte... Es scheint immer zu klappen. Hier unten zu stehen... Scheint immer zu klappen. Hm. Okay, zweimal Pizza. Ah, okay. Er hat uns voll an die Wand geknallt. Greif an, Miriam. Okay. Vielleicht ist das jetzt hier wirklich ein Problem. Ja. Ja, das hat diesmal nicht so wirklich funktioniert. Könnte ich bitte mal meine Fresse? Die Steuerung ist bei diesem Boss echt ein Problem. Okay. Oh. Warum hat er sich da nicht hochgezogen? Man weiß es nicht. Schon wieder. Bleib jetzt einfach hier hinten. Mal gucken, ob das reicht. Einmal kommen sie noch. Okay, dann jetzt ist Schluss. Greif früher an. Oh, damn it. Ich hab's nicht kommen sehen. Schon wieder. Das Inverse muss halt auch irgendwie zuverlässig funktionieren. Das ist super friemelig. Autsch. Okay, diesmal hat's nicht, geht das hier nicht. Okay, das war... Oh, schon wieder. Er spammt das unglaublich oft. Ich glaube, einmal kommen sie noch. Warum hat mich das erwischt? Ach, shit.
Nochmal zwei Pizzas. Ah, die Hitboxen da sind auch nicht so genau. Glück gehabt. Mann! Natürlich der Uppercut. Und tot. Oh, der Junge. Der Junge. Also ich mache in der zweiten Phase mit diesen, wo die Schriftrollen kommen, das ist noch so ein Ding, was ich noch nicht so hundertprozentig kapiere. Und die dritte Phase läuft dann einfach noch überhaupt nicht. Und dann die vierte Phase mit dem schwarzen Loch. Null Ahnung. Vielleicht braucht man da irgendeinen speziellen Gegenstand, aber... Ach. Ich habe jetzt keine Lust, da noch irgendwie auszuprobieren, was wir denn genau für einen Gegenstand brauchen. Das ist eine Suche nach Nadel im Heuhaufen. Wobei, vielleicht könnte uns die Aegis-Rüstung helfen. Jetzt, da ich es mir überlege. Vielleicht ist es eine Falle. Klappt zwar nicht. Das wäre extrem überraschend. Das erwischt mich auch jedes Mal wieder. Okay. Oh, alles geblockt. Hoffen wir, dass es klappt. Ja. Mach deinen Scheiß da. Scheiße, es kommt nochmal. Okay, einmal kann ich es wohl nicht immer vermeiden. Und wieder hier rauf. Wir haben noch ziemlich alles an Essen. Von dem her bleibe ich mal da. Ach Mist. Das Inverse hat nicht geklappt. Man wird dann halt einfach doppelt und dreifach gepunished. Echt? Schon wieder? Ach. So, durchdashen hilft hier ein bisschen. Das macht er immer. Schlecht. Ich glaube nicht, dass ich das hier unbeschadet überlebe, ja. Keine Chance. Oh. Glück gehabt. Schon wieder. Es ist zu nah dran. Vielleicht kriege ich nur eine ab. Ne, ich kriege zwei ab. Ja, von hinten kannst du nicht blocken, mein Freund. Okay, das war rein gar nichts. Hier raus. Dann Pizza essen.
Oh nein. Das war schlecht. Ich darf da nicht einfach stehen bleiben. Ich muss immer irgendwie dumm rumspringen. Autsch. Das ist okay. Autsch, das ist weniger okay. Natürlich kriege ich eins ab. Gib mir noch einen Super Äther. Der blöde Uppercut, ey. No Escape am Arsch. Okay, einfach hin und zurück. Das ist knifflig, aber... durchaus machbar. Oh. Ah, das war richtig schlecht. Was muss ich... okay, diesmal bin ich rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Okay, hier sind wir sicher. What? Leck mich, ey. Super, da haben wir noch. Okay, das war schlecht. Oh, das ist noch nicht die letzte Phase. Da kommt noch eine Eisphase hinterher. Der hat vier Phasen. Meine Fresse. Eine komplett neue Phase, die wir noch lernen müssen. Oh, das kann dauern. Der ist richtig heftig. Ich weiß nicht, ob die, ob da irgendwie was unterschiedlich ist zwischen dem normalen und dem schweren Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt spielen. Diesmal bin ich irgendwie durch das schwarze Loch rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Was habe ich kommen sehen diesmal? Na komm. Das war ein Uppercut. Vielleicht hätte ich gucken sollen, ob wir noch ein Buch ausleihen können. Wobei, ich glaube, das haben wir erst gerade gemacht, relativ kürzlich. Die Feuerphase ist eklig. Man muss hier echt in eine gute Position kommen. Genau, mach das. Okay, da hat er uns nicht getroffen. Was? Was hat das denn für ein AOE? Ich hätte schwören können, dass wir da bereits weg waren. Aber anscheinend nicht. Wir machen mal das nochmal. Wenn er sich einfach nur so auf uns zubewegt und dann das macht, sollte es okay sein. Okay, wieder die Schriftrollen. Bleib einfach ganz hier drüben. Für den Moment. Ich glaube, einmal kommen sie noch. Uppercut.
Au! Spring doch! Ich musste hier raus. Sonst wäre ich irgendwie 3 oder 4 Mal getroffen worden. Ach Mist. Kleines bisschen zu weit nach rechts gewesen. Autsch. Okay, hier können wir einfach, glaube ich, ganz rechts stehen bleiben. Und das sollte okay sein. Noch einmal. Ja. Na komm. Damn it. Ich vergesse immer wieder, dass er das machen kann. Ich muss... Lass mich hier raus. So, sind wir fertig. Dankeschön. Okay, jetzt kommen zumindest diese blöden Schriftrollen nicht mehr. So, für den Moment. Es ist okay. Oh, und dann wird es ein totales Chaos wieder. Okay, darüber springen. Der blöde Uppercut. Oh. Wir bleiben hier. Ah. Problem ist, er kann halt dann agieren. Er ist nicht bewegungsunfähig. Währenddem er das macht. Danke, Joey. Du hast mir wieder geholfen, glaube ich. Wie ich dem ausweichen kann, habe ich auch immer noch keine Ahnung. Autsch. Macht so unglaublich viel Schaden. Black Hole. Keine Ahnung, ich bin nicht rausgekommen. Vielleicht angreifen? Ich habe immer noch... ich bin einmal rausgekommen. Per Zufall. Vielleicht muss ich hinter ihnen rennen? Was wir auch probieren könnten, wäre mal den einen Crit-Ring zu tauschen gegen den... den Gürtel, wo wir ein bisschen schneller rumrennen können. Das war der Assassinenring. Dass wir das so tauschen. Mal ein bisschen probieren, ob vielleicht der zusätzliche Speed einen Unterschied machen könnte. Autsch, ah, das hat er sich wieder umgedreht. Elende Drecksau. Das läuft nicht. Das ist schlecht, die erste Phase. Na, Uppercut natürlich. Keine Ahnung, warum ich da drum rum gesprungen bin. Ich dachte, da kommt wieder der Reverse. Na, gib ihm Joey. Denk mal, jetzt haben wir gleich Phasenübergang. Oder wir sterben. Das ist die Alternative. Game over. Game over. Und dann haben wir noch die Eisphase, wo ich auch... Ich meine, die haben wir erstmal ganz kurz angesehen. Aber das wird definitiv auch nochmal schwierig werden. Ich könnte nochmal zurückgehen und mir mehr Heilung kaufen. Aber hey, ich meine, es muss damit reichen. Wir haben so viel Heilung.
Habe ich das Gefühl. Kann ich... Ach, dammit. Kann ich für jeden Boss so viel Heilung verballern? Da dreht er sich wieder um. Wieder schlechte erste Phase. Die müsste ich mittlerweile eigentlich können. Wir kriegen ihn. Es wird dauern. Autsch. Einmal war ein bisschen greedy. Okay. Die blöden Rollen. So, ich denke mal, wir können uns jetzt hier ein bisschen was reinziehen. Ich weiß immer noch nicht genau, was wir bei den Rollen machen sollen. Das erscheint mir immer noch das Beste, wo es auch nicht wirklich zuverlässig funktioniert. Ach, dammit. Pech. Autsch. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so dumm. Das sollten wir wahrscheinlich ohne viel Schaden durchkommen. Na komm. Er hat das gut kalkuliert. Oh, das war nichts. So, bleib hier. Könnte sein, dass wir einmal oder zweimal oder dreimal Schaden fressen. Ich habe eigentlich angreifen gedrückt, aber hey, dann machst du es halt nicht. Schon wieder. Er spammt das richtig. Die blöde Sau. Ja. Kriegen noch mal eine rein. Nichts getroffen. Oh. Ich weiß nicht, die Phase ist sehr eklig. Vielleicht werden wir einmal getroffen. Ich sollte... Ja, das war so klar. Machen wir so. Na komm, Phasenwechsel? Nein. Okay, jetzt. Na komm. Ich will mal deine letzte Phase sehen. Ach, damit. Joey hilft mir teilweise ein bisschen. Ach, und da bin ich reingerannt. Habe ich geradezu drauf gewartet. Okay, gut. Ich hoffe, er kommt nicht. Ich
Keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich irgendwie auf die andere Seite kommen, aber das schwarze Loch kommt immer zu mir, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich es einmal geschafft, aber ich glaube, wir stecken hier nur eine Weile fest. Das wird wohl 4-5 Folgen oder so dauern, bis wir hier irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Naja. Es ist, wie es ist. Ach, dammit. Warum mache ich eigentlich... Komm, töte mich einfach, du blöder Idiot, ey. Was mache ich denn da? Das... war ich komplett brain dead. Das war so mies. Ich habe einfach, keine Ahnung, das Gehirn hat abgeschalten. Das Gehirn hat absolut abgeschalten. Ah, das schwarze Loch. Wir überleben die Phasen irgendwie. Okay. Ich hätte schwören können, dass er sich da umdreht, aber hat er nicht gemacht. Autsch. Quick Slash. Trickens. Okay, ich denke, das sollte okay sein. Vielleicht sind wir sogar hier unten sicher. Okay. Ah, damn it. Das vergesse ich immer wieder, dass er das kann. Super gewöhnungsbedürftig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich denke, das müsste auch passen. Hier zu stehen. Mach jetzt hier viel mit Magie. Weil ich ihn schnell in die nächste Phase bringen möchte. Ach, dammit. Und natürlich erwischt mich das wieder. Aber soweit, sonst läuft es eigentlich ganz gut. Können wir uns nicht beschweren. Okay. Das Problem ist das jetzt hier. Ich habe saumäßig viel Schaden gefressen. Na komm, Phasenwechsel. Du willst es doch auch, okay. Die ist mir fast lieber als die Feuerphase. So, hier sind wir sicher, solange er nicht kommt. Okay, das war gar nichts. So, und danach könnte vielleicht das schwarze Loch schon kommen. Lass mich mal kurz einen Super-Äther verwenden. Okay. War jetzt nicht so viel Schaden. Okay, schwarze Loch kommt. Wie komme ich hier raus?
Ich muss vielleicht wirklich hinter ihn. So, dass er selbst auch irgendwie ins schwarze Loch reingerät. Nicht von ihm weg. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und dann, ja, probieren wir es weiter in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.